Hey ho. Montag, der 19. Ja, wir haben's kurz vor 7. Ihr wisst Bescheid. Aber nicht Abend, wir haben's früh um kurz vor 7. Und bevor ich jetzt weitermache, muss ich erst einmal sagen, wer so einen Meister hat wie ich und solche Arbeitskollegen, der darf sich wirklich glücklich schätzen. Ja, ich hatte ja eben Anruf gekriegt, wegen der Grillkota, dass die nicht erst am Nachmittag kommen, sondern schon am Vormittag. Also sprich, so in 2 Stunden oder so könnten die schon da sein. So bis 8:30. Das wären ja bloß 1,5 Stunden. Egal. Und da möchte ich auf alle Fälle dabei sein, wenn das Ding abgeladen wird. Ja, genau. Gut, bis dahin werde ich jetzt die Cam nochmal weglegen und euch dann wieder hinzuholen, wenn die Kota da ist. Wir sehen uns nachher. Ja Leute, wie geil ist das denn? Das Ding da hinten wird heute noch ausgefüllt. Bis in circa einer Stunde kommt der Beton. Schatzi hat nämlich gerade telefoniert und ja, das kriegen wir heute auch noch hin, dass wir das Fundament soweit fertig kriegen. Jawohl, der David gerade gekommen und der Beton auch. Jawohl. Ist das geil. Morgen, David. Herrlich. David kennt sich da voll aus. Der lädt hier alles von selber ab, ohne dass der Fahrer irgendwas sagen muss. Also, jawohl. So Leute, aber ich muss da jetzt auch mithelfen. Ich drück mal meinem Schatz die Cam in die Hand, vielleicht filmt die noch ein bisschen mit. So krass verläuft es schnell. Deswegen, dabei. Was? Was? Eichhaltung. Wo denn? Ab da. Also, jetzt weiß ich, was der David mit dem Rüttler gemeint hat. Ist das geil. Ja, man lernt nie aus. Also wer es bis jetzt noch nicht gewusst hatte, David ist ja Schreiner gelernter und die machen in der Arbeit auch so Betonplatten. Also die machen die Küchenarbeitsplatten aus Beton und deswegen kennt der sich da so gut aus und ja, wir konnten hierfür ihn engagieren. Gott sei Dank. Gut, hier müssen wir jetzt dann noch sauber abziehen. Und dann kann der Mist erst einmal ordentlich austrocknen. So, mit der langen Latte werden wir das jetzt abziehen. Was nebenhin fällt, fällt nebenhin. Das ist dann auch schon wurscht. Das bleibt dann einfach flacken, beziehungsweise das werden wir unten dann noch mit andrücken. Ja, so machen wir das jetzt. Ruhig, ganz ruhig. Habt ihr ein Problem, wenn ihr mit auf dem Video drauf seid? Nö. Gut. Ja? Ja, geht. Achtung. Thank you.
Scheiße. So, und da steht schon mal das erste Dachteil. So, und Folie ist auch drüber, damit das nicht so schnell anzieht, hat David gesagt. Der wird es wissen. Je langsamer der aushaltet, desto besser, desto härter wird er. Also das machen wir im Geschäft mit den Betonplatten auch immer. Umso stabiler ist er also. Desto weniger Risse kriegt er. Also, danke schön. Freunde, ich war jetzt mit dem Beton beschäftigt. Dann haben wir hier einmal einen Teil stehen jetzt. Dann hinten. Das ist mittlerweile abgedeckt. Hier will der David noch ein bisschen einnässen. Also Restbeton, ganz klar die Fläche gleich ausgleichen. Hier steht das komplette Dach. Die 6 Elemente, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl. Und heiliges Blechle, jetzt kommt der nochmal mit so einer riesen Palette. Da ist die Grillanlage drin, oder? Alles Bänke. Halt! Hoch, ein Stück hoch. Oh Mann, wo soll ich das ganze Zeug unterstellen? Jo, da haben wir jetzt die große Palette stehen, werden wir später noch auspacken und es noch verräumen. Mein Schatz lacht mich gerade aus. Ihr seht die Rohre da. Ich glaube, die Rohre bringe ich wieder zurück. Ja, haben auch Geld gekostet. Wow. David, das ist ja richtig saubere Arbeit, muss ich sagen. Gefällt mir aber viel besser, als wenn ich selber gemacht hätte. Also nicht wegen der Arbeit, die ich jetzt nicht gemacht habe oder nur zur Hälfte, sondern weil es wirklich richtig geil aussieht. Dankeschön. Und man kann es hier jetzt schon sehen, das Ding, hey, ist mal richtig dick. Ja, irgendwoher müssen ja die Preisunterschiede kommen. Nicht nur zur Dachspitze kommen. Mütze! Kommt oben rauf, wenn die ganzen Dächer zusammen sind. Ja, ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen. Da vorne steht das Vordach. Okay. Jo, Vordach haben wir da. Mein Gott. Das, Hilfe! Da ist das Barfach für den Mann. Haben wir es geschafft? Ja. Habt ihr es geschafft, muss ich eher sagen. Weil die zwei Balken, was ich da tragen habe. Aber jetzt tut es ja mit Kaffee trinken, oder? Ja. Na also. Tja Leute, somit hätten wir jetzt Moment, schauen wir auf die Uhr. 20 nach 9. Das Fundament soweit fertig betoniert, abgezogen. Hinten die Fläche abgezogen, den restlichen Beton verteilt. Und die Grillkota in der Werkstatt und in der Garage. Ja, jetzt muss halt der Beton noch trocknen. Das kann wieder dauern. Aber für euch ist das Video heute noch nicht zu Ende, weil wir packen ja hinten noch das große Paket dann später aus. Mhm. Also wie gesagt, das Rohrmaterial kann ich ja zurückbringen. Das Einzige, was wir jetzt momentan machen können, ist der Ringbalken streichen. Und die Auflagen, die sind zwar schon, ich glaube, Kesseldruck imprägniert oder wie das heißt, aber die werden wir trotzdem nochmal streichen. Also das ist jetzt das Einzige, was wir machen können. Hier 6x Balken und die hier. Und vielleicht noch, die können auch noch zum Ringbalken dazu, die können wir auch noch einlassen. Also das Zeug, wo man was ganz unten drunter liegt, unter der Hütte, das werden wir einlassen. Richtig schön und dass das halt richtig gut balsamiert ist, dass da niemals irgendwas angammeln kann oder sonst was. Aber wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Solange der David noch da ist, werde ich jetzt mal das Paket hier auspacken und gucken, was da jetzt noch alles drin ist. Auf dem Lieferschein habe ich schon gesehen, dass ein paar Kleinigkeiten noch nachgeliefert werden, aber sollte auch kein Problem sein. Ja, gut.
weiter geht's. Ach du Scheiße, da kommt ja noch mehr Holz raus. Und die Schlüssel und die Türe oder was? Ja, da kommt die Türe raus. Hat das bloß das Oberteil? Schubladen. Heiligsblechle. Das Ringteil, was hier dann außen rum kommt. Lappland-Paket. Tische eckig. Ach, die sind nach vorne eckig. Hinten, hier unten rum sind sie abgerundet, glaube ich. Naja, das werden wir dann auf alle Fälle sehen, wenn wir es auspacken. Der Spieß, Funkenschutzgitter, viele Wirtschrauben und. Ja, also die Palette. Schauen wir mal, inwieweit wir die dann auspacken oder sie gleich komplett dabei reinstellen. Wir werden sehen. Aber jetzt werde ich Schatzi dann, ne, ist festgeschraubt. Hole ich mir Schraubenzieher und schraube gleich mal die Schlüssel weg. Schatzi, Schatzi, schau mal, was ich gefunden habe. Schlüssel. Möchtest du da auch einen haben? Ich nehme alle drei. Nö. Ich nehme alle drei. So Leute, dann gehe ich mit euch einmal von vorne nach hinten, wo ich jetzt das ganze Zeug zwischengelagert habe und zeige euch das mal. Die Rohre haben wir heute zurückgebracht, waren wieder beim Shoppen, ein paar Kleinteile schon eingekauft, was mir halt gerade so eingefallen ist, aber da. Jo, da steht der Rauchabzug. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Da ist der Spieß drin, da ist noch eine Platte drin. Da ist ein kompletter, so ein kleines Tischle, wo man dann den kompletten Grill abdecken kann, wenn man mal was anderes da drin macht. Wird mit einer speziellen Lasur noch gemacht, klar. Oder Seidenmatt, ach, was weiß ich, was da bestellt wurde. Hier müsste die komplette Grillanlage drin sein, lasse ich noch komplett zu. Mein Außenkabel, Einziehlitze. Ein wunderschöner gelber Sack mit vielen bunten Sachen, ein paar Pinsel, Lichtschalter, Steckdosen, ein paar Dübel, ganz lange Schrauben, weil ich verschraube die nicht unter Konstruktion, den Ringbalken direkt mit dem Betonboden, dass der richtig sauber anliegt und auch dicht wird, dass da nichts reinkommt. Warum, werdet ihr dann noch im Laufe der Videos sehen. Und dann gehen wir mal hinter. Jo, die Dachpappe für den Betonbelag zum Auslegen habe ich ja schon gezeigt. Hier liegt jetzt ja, der Rest, die Seitenwände, der Fußboden, die Fußbodenunterkonstruktion. Denke ich mal, dass das jetzt vom Fußboden alles ist. Die Abzugsrohre. Das haben wir mal hier soweit. Noch eine Rolle von der Dachpappe. Aber irgendwie bin ich ja schon ein bisschen wieder frustriert, aber nur ein kleines bisschen. Warum? Fundament. Also nicht, weil es schlecht geworden ist, kacke ist oder sonst was, sondern weil es jetzt erst einmal heißt, ein paar Tage warten, bevor man da weitermachen kann. Jetzt haben wir alles da und ich darf nicht weitermachen. Hilft nichts, muss erst trocknen. Ist leider so. Ja.
Das Eck habe ich ja schon gezeigt, wo ich jetzt schon ein bisschen ausgeglichen habe. Den Rest hintenrum mache ich dann nochmal noch mit Säcken. Ja, und warum bin ich noch ein bisschen frustriert? Weil mein Schatz mir jetzt die Arbeit geklaut hat. Die ist hier nämlich... Hier? Nö. Die ist hier nämlich fleißig schon am Ringbalken und Unterkonstruktion am Einpinseln. Habe ich am Anfang gesagt, die ist schon imprägniert etc. pp. Aber sicherheitshalber kommt da nochmal das gute Coranol drauf. Mit der haben wir auch die komplette Terrasse alles gestrichen. Also wir halten alles einheitlich hier. Meine Fresse, Mann. Ja, Unterkonstruktion, Ringbalken. Schatz, das machst du ganz toll. Ich bin stolz auf dich. Ja, und hier steht noch der ganze Rest, wo dann auch noch ja, mit eingelassen werden muss oder sollte. Gut. Schauen wir mal hier rein. Unser Barfach, die Hutze, die Türe. Die haben wir ja auch schon da, ist ja ganz klar. Das Häubchen oben drauf vom Kamin, das ist wahrscheinlich ein großer Karton. Die Dachteile, tja, und hier haben wir auch noch viele, viele, viele tolle Holzsachen. Das werde ich jetzt aber nicht alles auspacken, das dauert noch. Das wird erst dann ausgepackt komplett, wenn wir es benötigen. Weil sonst flackt ja alles bloß sinnlos überall rum. Das sind, glaube ich, die Blumenkästen. Gut. Ich bin ja gespannt, ob sie wirklich alles eingepackt haben. Oh. Tja. Und gut, dass ich mit dem noch nicht angefangen habe, weil ansonsten hätte ich die Palette hier gar nicht reingebracht, wenn ich den ja mitten auf der Hebebühne schon hätte. Gut, die hätten hochlassen können, aber anderes Thema. Okay, jetzt seid ihr auf den aktuellen Stand. Oben habe ich noch nichts weiter verschraubt mit dem Balken. Das wird jetzt momentan dann die nächsten Tage das Einzige sein, was ich, glaube ich, so weit machen kann, dass ich eben oben den Balken weiter verschraube und na, mit Holz vom Tod noch ein bisschen weiter die Balken einbalsamier. Leider. Also allzu viel wird die nächsten Tage jetzt nicht vorwärts gehen. Bis Freitag. Freitag will ich auf alle Fälle dann die Schalung wegmachen und dann gucken wir uns den ganzen Betonklotzer mal an und dann entscheiden wir, ob wir ja, die Ringbalken schon setzen können, die Lüftung neiwuchten und so weiter und so fort. Gut, wir werden sehen, ob die Tage zwischendrin jetzt noch Videos kommen. Leute, ihr wisst ja, ich weiß es vorher nicht. Wir werden sehen. Bis dahin, hasta la vista. Ciao. Ach so, ja, Kommentare, ich könnte den Ringbalken noch abschleifen. Könnt ihr euch sparen, mache ich nicht, der bleibt so, wie er ist. Punkt.